und fangen mal jetzt an. Hallo, ich bin Markus Keller, der neue Torwart vom SC Rissersee. Zum Eishockey bin ich gekommen mit 10 Jahren über meinen Vater zum Augsburger e.V. und habe dann dort in den Knaben 2 Jahre gespielt und bin dann nach Königsbrunn gegangen für 2 Jahre und dann wieder zurück nach Augsburg und von dort aus nach Krefeld. Von Krefeld bin ich über die U-Nationalmannschaften nach Augsburg wieder zurück zu den Panthern in die DEL, hatte dort eine Förderlizenz nach Peiting, bin von Peiting dann zu den Eisbären Juniors, war dann auch im DEL-Team der Eisbären. Bin von Berlin mit einer Förderlizenz nach Dresden, dann nach Bad Nauheim und jetzt nach Garmisch gekommen. Also normalerweise haben wir ja vormittags Training vor dem Spiel. Ich gehe dann nach Hause, isst immer das gleiche vor dem Spiel, immer Fisch und Reis. Danach mache ich Mittag, dann stehe ich auf und dann ist eigentlich immer das gleiche Prozedere vor jedem Spiel. Es sind dann einige Rituale, die dann kommen. Und danach ist alles gut. Ich trinke vor jedem Spiel 2 kalte Kaffee. Ich muss vor dem Spiel immer NHL Highlights anschauen. Ich höre immer die gleiche Musik. Ich ziehe mich immer im gleichen Rhythmus an. Immer das gleiche zuerst. Auf dem Eis habe ich auch noch so ein paar Sachen mit dem Posten abschlagen und sowas. Das ist eine unzählige Liste im Endeffekt. Also der große Grund war natürlich, dass es für mich eine riesen Chance ist, in der zweiten Liga als erster Torwart zu spielen. Die wollte ich natürlich annehmen. Ein anderer Grund war, dass Garmisch natürlich auch nicht so weit weg ist von meiner Heimat. Und dass es hier ein sehr familiärer Verein ist, was mir auch sehr zusagt, weil es auch in Nauheim ähnlich so war. Und im Endeffekt hat dann eigentlich alles passt. Man hat sich bemüht um mich und ich musste auch gar nicht lange überlegen. Es gab andere Angebote, sowohl aus der zweiten Liga als auch höherklassige, aber im Endeffekt wollte ich spielen und in der DEL war nichts dabei, wo ich jetzt gespielt hätte. Und in der zweiten Liga hat mir das natürlich zugesagt, von dem her, das war eine ganz schnelle Entscheidung eigentlich nach der Liga. Ja, nachdem ich in Berlin war, bin ich da halt gleich noch daher. Dann nehme ich in der Verteidigung den Richie Regier und den Andy Roach. Im Sturm nehme ich den Jeff Friesen, den Steve Walker und den Dennis Petersen. Also der Trainer, der mich am meisten beeinflusst war der Frank Gentges, mein Trainer in der Krefelder DNL-Mannschaft. Extrem harter Hund, ein Perfektionist und Disziplinfanatiker und von dem habe ich sehr viel mitgenommen. Und dem habe ich es, glaube ich, auch zum größten Teil zu verdanken von meinen bisherigen Trainern, dass ich jetzt eigentlich hier bin. Also aus der NHL sind meine Vorbilder zurzeit der Henrik Lundqvist und der Pekka Rinne. Und sportlich, denke ich mal, kann man sich auch immer den Olli Kahn als Vorbild nehmen, weil es einfach eine Kampfmaschine ist. Ja, also wie gesagt, ich habe so ein Buch zu Hause. Da ist der Zwiller drin und der war in Augsburg und in Garmisch, das passte dann ganz gut zu mir. Zudem kam auf meiner Facebook-Seite der Tipp, dass ich mir den drauf machen sollte und es war dann so eine Bestätigung eigentlich noch, dass ich es wirklich machen sollte. Liebe SCR-Fans, kommt ins Stadion und schreit so laut, dass sich der gegnerische Stürmer nicht mal zu meinem Tor traut.